Ja, hallo und willkommen. Ich bin's wieder, Juri von German Gaming HD. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich heute mal wieder ein iPod-Tutorial geplant. Das heißt, Franz hat jetzt auch Leidenschaft zum Hacken des iPods gefunden und wir haben uns so entschieden, wir machen einfach mal, um euch zu zeigen, was man so alles machen kann. Mit dem iPod machen wir Episoden, was es denn für beste Cydia-Apps gibt. Oder Themes und ja. Okay, dann fange ich mal an. Also heute habe ich geplant, meine fünf besten Cydia-Apps momentan euch zu zeigen, vorzustellen. Und jo, fangen wir mal an. Ja. Das erste ist natürlich Winterboard. Winterboard, hier unten ist es. Ja, Winterboard, wie ihr schon sehen könnt, Select Themes. Damit kann man halt ein Theme einstellen. Die ladet man sich ganz einfach runter. In Cydia die ganzen Themes und jo. Also Winterboard, mein erstes nicht Theme, sondern App aus Cydia, was mir sehr gefällt. Und ja, das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist Barrel. Ja, Barrel, was kann man damit machen? Damit kann man, wenn man von einer Seite zur anderen switcht, wie ihr schon sehen könnt, kann man halt die Icons dazu einstellen, dass die sich halt anders bewegen. Das könnt ihr hier einfach einstellen unter dem Mode. Dann habt ihr hier verschiedene Dinge. Ihr könnt mit den Dingen könnt ihr einstellen, wie es dann von der einen zur anderen Seite kommen soll. Also mein Lieblingsdings ist halt Curl and Roll Array. Und das sieht dann halt so hier aus. Und jo. Ja. Das nächste, was ich sehr gut finde, ist Make It Mine. Können wir mal raufgehen. Make It Mine sorgt dafür, dass ihr hier oben einstellen könnt, was dann da stehen soll. Ja, ihr gebt hier ganz einfach irgendetwas ein, dann klickt ihr auf Carrier und dann Respring. Ja, Franz hatte gesagt, das funktioniert bei ihm nicht. Und ja, da gibt es dann halt noch ein zweites Ding, das heißt Change Carrier. Und ja, damit kann man das halt auch nochmal einstellen. Geht wieder auf Enter Text, klickt Carrier an und dann auf Refresh. Ja, okay. Ja, was ich als nächstes App mega toll finde, ist iFile. iFile ist ein Cydia-App, womit man Haufen Dinge einstellen kann. Mit iFile zum Beispiel kann man den Slide-to-Unlock-Killer einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz oben und lang drauf drücke, steht da Fuck you. Und wenn ich den jetzt ausmache und wieder an, steht da unten Love Hacks. Ja, das kann man halt mit iFile ändern. Und ja, ist ein ganz tolles App. So. Jetzt kommen wir zum letzten App. Und ja, das ist halt Graviboard. Ja, Graviboard gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag es wirklich sehr. Ja, was man damit machen kann.
Werde ich euch gleich zeigen. Zuerst geht ihr auf Activation Mode, Methods oder keine Ahnung, was da steht. Ja, ich habe einmal Gerät schütteln und einmal beide drücken. Das heißt die Lautstärke-Buttons. Das werde ich euch jetzt mal zeigen, was dann passiert. Also ich drücke jetzt beide Buttons für die Lautstärke. Und ja, wie ihr sehen könnt, die Apps fallen förmlich herunter. Und ja, finde ich sehr cool. Und ja, ihr müsst ja unter Einstellungen gehen und dann müsste irgendwas mit Home-Button stehen. Und das stellt halt ein, ob das nun mit dem Home-Button wieder zurückgeht. Das heißt, bei mir ist es aktiviert, wenn ich auf den Home-Button klicke, passiert dies und dann ist alles wieder so, wie es vorher an der Stelle war. Okay, Leute, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Video über meine Lieblings-Apps und ja, bis zum nächsten Mal. Much fun und bye.